Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Let's Read Phenomeno. Wir sind beim letzten Mal hier beim Online-Treffen des Inkaiga Fuji Forums stehen geblieben. Und das Thema sollte ja eigentlich das Haus, das Wünsche erfüllt sein. Also das Haus, wo wir selbst momentan drin wohnen. Aber irgendwie hat sich das Thema in Richtung eines gewissen Yuichi verlenkt, von dem niemand so richtig weiß, wer oder was er eigentlich ist. Einer der Mitglieder sagte dann, keine Ahnung, ob das stimmt, dass dieser Yuichi eingewiesen worden sein soll in eine Psychiatrie. Und als dieser Satz, als diese Worte den Saal gefüllt haben, fingen auf einmal auch alle anderen Mitglieder an, irgendwelche Geschichten über diesen Yuichi zu erzählen, als sei irgendwie so eine Grenze aufgebrochen worden, bis ein anderes Mitglied auf einmal etwas sagte, so in Richtung, vielleicht ist Yuichi ja unter uns. Und dann wurde es auf einmal ganz schön still bei diesem Treffen. Und da steigen wir jetzt auch wieder ein. Diese Worte jagten mir einen Schauer über den Rücken. Ich sah mich in den hell beleuchteten Laden um. Nicht nur ich, scheinbar spürten alle etwas Kaltes. Ist er möglicherweise wirklich unter uns? Danach schien sich die Gruppe dafür entschieden zu haben, Gespräche über Geister zu vermeiden. Allmählich teilten sich die Plätze nach Themen auf, als die Leute sich in ihre Interessengebiete aufspalteten. Als Gastgeber des Treffens wollte ich zurück auf das Hauptthema kommen, aber ich war sicher, dass sich niemand mehr an mein Haus erinnerte. Außerdem erzählte Shu faszinierende, unheimliche Geschichten, die zu spannend waren, um ihn zu unterbrechen. Eine Schachtel aus einem Antiquitätenladen, die sich nicht öffnen ließ. Geistergeschichten mit Papiergeld, das hinter dem Gemälde einer Hotelwand gefunden wurde. Ein lachendes Mädchen, das oft mit einer Puppe sprach. Jeder einzelne war furchteinflößend genug, um einen in den Schlaf zu um einen in den Schlaf zu rauben, wenn man nachts alleine ist. Während sie den endlosen Fluss der Okkultdiskussion genossen, vergaßen alle die Zeit. Und um circa 1 Uhr morgens löste sich das Offline-Treffen auf. Warte kurz. Ne, das habe ich gesagt. Warte kurz. Ich lief Karasu hinterher, als sie ein Taxi herbeiwinkte, während ich den Ikaiga-Fuji-Mitgliedern zusah, wie sie sich in kleinen Grüppchen aufspalteten. Was ist mit meinem Haus? Das Haus, das Wünsche erfüllt. Daraufhin winkte die knallrote Wahrsagerin mit ihrer Hand ab. Kein Problem, kein Problem. Es ist dieses, Schema. Und was noch? Ich wollte dir noch was anderes sagen, aber ich hab's vergessen. Was meinst du mit vergessen? Keine Sorge, du trägst das Zeichen einer Begegnung. Ciao. Sie gab mir einen Klaps auf den Rücken und sprang. Der Text ging mal wieder ganz schön schnell weg. Sie gab mir einen Klaps auf den Rücken und sprang fröhlich in das angehaltene Taxi. Sprachlos schaute ich dem wegfahrenden Taxi hinterher. Mensch! Ich fragte mich, ob nach Hause zu gehen in Ordnung wäre. Zu diesem Haus. Das Haus, das Wünsche erfüllt. Über die Hauptstraße ging ich in Richtung des Bahnhofes. Neben mir, der Text, der geht wirklich zum Teil ganz schön schnell weg. Neben mir schob ich das Damenrad, das ich äußerst günstig online gekauft hatte, um zur Schule zu pendeln. Die Straßen Tokios waren sogar bis tief in die Nacht mit Menschen bevölkert. Besonders die Gegend um den Bahnhof in der Nähe meines Hauses lag an vielen Universitäten. Daher schien es
keinen Unterschied in der Menge der umherwandernden Menschen von mittags bis nachts zu geben. Gerade als ich die Zugstation sehen konnte, stieß ich beinahe mit zwei Mädchen zusammen und entschuldigte mich. Eine davon warf mir einen »Wer ist dieser Idiot?« Blick zu, doch die andere lächelte und sagte »Tut mir leid.« Ich entschuldigte mich noch einmal. Das war alles, doch es erfüllte mein Herz mit Freude. Eine schicksalhafte Begegnung lag vor mir. Und dazu noch ein Mädchen. Das könnte gut sein. Die bizarren Ereignisse, die mich in diesem Haus quälten, mussten bestimmt eine Vorbereitung auf das Glück sein, das mich erwartete. Genau, immer positiv sehen. In Zukunft würde ich wahrscheinlich zurückschauen und darüber lachen können. Als ich es auf diese Weise betrachtete, fühlte ich mich erleichtert. Und so würde ich nicht ausziehen müssen. Die Umzugskosten täten mein Geldbeutel weh, da ich von zu Hause keine Unterstützung bekam. Das Offline-Treffen hat trotzdem Spaß gemacht. Ich kann mich nicht nur beschweren. Murmelte ich mir selbst zu und schwang mich auf das Fahrrad. Ich machte kehrt und entschied mich, seit einigen Tagen zum ersten Mal wieder nach Hause zu fahren. Niemand, der zum Offline-Treffen kam, sagte irgendetwas über das Haus, das Wünsche erfüllt. Wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, bedeutet das, dass es unmöglich ein Geistervorfall sein kann. Als der Originalposter ist es mir etwas peinlich, doch im Nachhinein ist alles in Ordnung. Oder nicht? Was wäre passiert, wenn ich Leute zu meinem Haus mitgeschleppt hätte und sich herausgestellt hätte, dass dort gar keine Geister sind? Ich wäre die reinste Lachnummer. Nachdem ich mich selbst mit Logik bewaffnet hatte, machte ich mich auf in die angenehme Nachtbrise und trat in die Pedale. Mir ging es schon so viel besser, dass ich sogar summte. Allerdings... Ich bemerkte es, als ich kurz davor war, vom Einkaufszentrum vor dem Bahnhof auf die Hauptstraße einzulenken. Ich spürte hinten an meinem linken Fuß etwas Komisches und Ungewohntes. Es war, als würde ich ständig auf Kaugummi treten, also hielt ich an und zog kurzerhand meinen Turnschuh aus. Dann hob ich den Turnschuh etwas an, schaute auf die Sohle und erstarrte. All meine positiven Gedanken waren ausgelöscht und ich spürte, wie mein Blut gefror. Auf der Sohle meines Turnschuhs. War die Zahl 4 eingraviert. Holy shit. Der Countdown bezieht sich also nicht nur auf das Haus. Verdammt, Schema am Arsch! Der Countdown lief weiter. Ich schob das Damenrad fast im Laufschritt. Alle Passanten in der Nähe warfen mir wegen meinem verzweifelten Aussehen verwunderte Blicke zu, doch ich schenkte ihnen keine Beachtung. Den Schuh mit dem eingravierten Vier warf ich sofort weg. Ich konnte so ein unheimliches Ding nicht länger tragen. Die Kälte des Betons und die verstreuten Kiesel bohrten sich durch meine Socken hindurch in meine Füße, aber es war mir egal. Warum und wann wurde die 4 auf die Unterseite meines Turnschuhs eingraviert? Was würde passieren, wenn der Countdown endet? Und wie könnte ich diesem Schrecken entkommen? Ich hatte keine Ahnung, trotzdem rannte ich weiter. Leute in ausgefallener Kleidung sahen mich und lachten. Doch ich scherte mich nicht darum. Ich wollte nur irgendwo hin, wo es eine lebhafte Atmosphäre gab. Wo? Wo wäre das? Was zur Hölle ist das denn für eine Musik? Nachdem ich durch das Einkaufszentrum hetzte, fand ich schließlich einen geöffneten Spätkauf und ging hinein. Ein lächerlich fröhliches Titellied spielte im Hintergrund.
Ich war umgeben von billigen Massenprodukten und summte mit der simplen, repetitiven Melodie mit. Aufreizend gekleidete Mädchen mieden mich, während ich dort stand und mich gegen das Regal mit den Kosmetikartikeln lehnte und mir selbst etwas zumurmelte. Ein Mitarbeiter fragte mich, geht es Ihnen gut? Und ich bemerkte endlich, dass mein linker Fuß, der nur von der Socke bedeckt war, pochte. Als ich ihn mir ansah und die zerschnittete und blutbefleckte Socke bemerkte, kam ich zu dem Schluss, dass ich auf dem Weg hierher eventuell in eine Glasscherbe getreten sein müsste. Ich kaufte Bandagen, Socken und die billigsten Turnschuhe. Dann ging ich ins Badezimmer und reinigte die Wunden. Ich säuberte meine Fußsohle, legte den Verband an und zog die neuen Socken an. Die billigen Turnschuhe hatten ein schäbiges Design und waren nicht sehr bequem, aber es war immer noch besser als barfuß zu sein. Eine Geldverschwendung, aber ich fühlte mich getröstet. Ich hatte Angst davor, allein im Badezimmer zu sein, deshalb ging ich zurück zum Ladeninneren und nahm tiefe Atemzüge, während ich durch den Laden wanderte, als würde ich einen Schaufensterbummel machen. Was sollte ich jetzt machen, dachte ich, aber fand keine Antwort darauf. Irgendwann fing ich an, gedankenverloren vor einem Schaufenster zu stehen und Angestellte von zuvor fragten mich erneut, ob etwas nicht in Ordnung sei. Daher verließ ich den Laden. Es war nichts zu machen, also ging ich in Richtung des Internetcafés, in dem ich zuvor schon gewohnt hatte, aber es war schon voll. Ich schaute bei der Karaoke-Box in der Nähe vorbei, aber da reichte die Schlange auch schon bis zur Straße hinaus. Danach klapperte ich mehrere Läden ab, aber bei allen war es das Gleiche. Da fiel mir ein, es war Samstagnacht. Nichts würde öffnen, bis der erste Zug fuhr. Jedoch fiel mir kein anderer Ort ein. Ich streifte um die Station umher, während ich mein Rad mit mir schob. Die Polizei warf mir argwöhnliche Blicke zu. Ich hatte fast das Gefühl, als wäre es beruhigender, verhaftet zu werden. Aber ein kleiner Rest an gesundem Menschenverstand war mir noch geblieben. Also ging ich zurück zur Hauptstraße. Die Autoscheinwerfer auf der Itsukaichi-Straße leuchteten mich an, als sie vorbeifuhren. Normalerweise sahen Autos für mich nur wie treibstoffverbrauchende Apparate aus, aber heute fühlte ich mich von ihm beruhigt. Es belebte mich, Dinge zu sehen, die wissenschaftlich erklärbar waren. Jedoch könnte ich mein Limit erreicht haben. Das war nichts anderes als obdachlos zu sein. In Tokio, der Stadt, in der die Lichter nie erloschen, hatte ich niemanden, den ich gut genug kannte. Ich konnte nirgendwo hingehen. Und meine Ersparnisse gingen auch zur Neige. Spontan sah ich zum Nachthimmel hinauf. Doch genauso wie dort keine Wolken waren, gab es auch keine Sterne. Es war lediglich eine obsidianfarbene Fläche, die sich wie gemalt in alle Richtungen erstreckte. Vielleicht könnte ich meine Schwester anrufen und mir morgen etwas Geld leihen. Und dann zurück nach Shizuoka fahren. Tokio war viel zu viel für mich. Ein etwas demütigender Gedanke, aber ich hielt das alles einfach nicht mehr aus. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute mit so einer Situation Probleme hätten. Genauso wie du gerade. Mama, es tut mir leid. Du hast meinen Umzug nach Tokio immer unterstützt. Dann sah ich ein helles Licht am Ende der dunklen Straße. Als ich aufblickte, bemerkte ich, dass ich wieder beim Familienrestaurant war. Ach so, es hat also auch 24/7 geöffnet. Es war genug, um mir ein Gefühl zu geben, als hätte ich 1 Million Verbündete gefunden. Vor Erleichterung klappten meine Knie fast zusammen. Die Getränkebar war hier billiger als im Internetcafé.
Und weil es Samstagnacht war, waren reichlich Leute hier. Ich hätte einfach von Anfang an hier bleiben sollen. Innerlich lachte ich trocken. So wie ich aussah, muss mich anzusprechen ziemlich schwierig gewesen sein. Wie auch immer, ich ließ mein Damenrad am Fahrradständer des Restaurants. Und gerade als ich hineingehen wollte, schreckte ich zurück. Da war etwas sogar noch Bizarreres, das mich dazu brachte, nicht weitergehen zu wollen. Vor dem großen Glasfenster des Restaurants, inmitten des Dickicht, das scheinbar gepflanzt wurde, um den Laden zu bedecken. Ein Mädchen. War ein komplett in Schwarz gekleidetes Mädchen. Sie trug einen langen schwarzen Mantel, obwohl es Frühling war. Ihr langes Haar erstreckte sich in ihren Rücken hinunter bis zum Rock und ihre Schuhe waren ebenfalls pechschwarz. Trotzdem war ihre Haut außerordentlich weiß. Weil sie in der Dunkelheit hockte, sah es aus, als wäre sie nur ein schwebendes Gesicht. Was treibt sie da? Sie stand in dichtem Gewächs und klebte mit ihrem Gesicht fast an der Scheibe, während sie in den Laden starrte. Es war so verstörend, dass ich mich zurückziehen wollte. Doch dann wandte sie mir langsam ihr Gesicht zu. Es war schockierend weiß und perfekt symmetrisch. Sie war so perfekt, dass ich daran dachte, sie als ein Kunstwerk zu bezeichnen. Wie eine riesige Porzellanpuppe, die aus Versehen dort gelassen wurde. Diesen Eindruck vermittelte sie. Ein nachtfarbenes Mädchen. Unerwarteterweise tauchten diese Worte in meinen Kopf auf. Vielleicht war es wegen dem Licht, aber es wirkte so, als würden die Iris einen ungewöhnlich großen Teil ihrer Augen einnehmen und unter ihren langen Wimpern schien sie samt Schwarz zu schimmern. Unter ihrem gerade abgeschnittenen Pony strahlten sie dunkel, als sie mich ansahen. Bist du... Mein Mund öffnete sich von selbst. Yuichi? Das Mädchen nickte schweigend. Yuichi ist kein lebendiges Wesen. Jene, die ihn treffen, sterben 7 Tage später. Offline-Treffen, an denen Yuichi teilnimmt, enden im Schrecken. Zumindest ist ihr leuchtendes Auge weg, denn die haben gerade vorhin sehr komisch aufgeleuchtet. Was ich vorhin gehört hatte, schwirrte mir durch den Kopf, während ich das Mädchen vor mir anstarrte. 7 Gläser waren auf dem Tisch vor Yuichi verteilt, angefangen bei Eiskaffee über Cola und Orangensaft bis hin zum japanischen Tee. Damit schuf sie sich eine eigene Getränkebar. Solltest du nicht eigentlich nur eins auf einmal trinken? Fragte ich aufregend, doch sie antwortete: Solange ich alles trinke, sollte es kein Problem sein. Und blieb mit ihrem Blick auf den Gläsern, während sie eins nach dem anderen trank. Sie trank Orangensaft, dann Eiskaffee und dann warm japanischen Tee, Cola. Sie blieb ihrer Reihenfolge treu, manchmal mit etwas Räubuschtee, schwarzen Tee oder Melonenbrause als Abwechslung. Ich wusste nicht, ob hinter der Reihenfolge eine Bedeutung lag, aber als sie so trank, kam es mir wie eine Art seltsames, traditionelles und religiöses Ritual vor. Ich sah mir das Mädchen namens Yuichi noch einmal genauer an. Sie ging wahrscheinlich noch auf die Oberschule. Aber wenn sie kein Mensch ist, dann muss sie doch nicht zur Oberschule gehen. Als ich sie in einem helleren Licht betrachtete, bemerkte ich, dass sie ungeheuer hübsch war.
Jedoch waren ihre Augen das Problem. Diese Augen, die wie Glasperlen aussahen, schienen irgendwo hinzusehen, aber gleichzeitig ins Leere zu starren. Es fühlte sich an, als würden wir nicht in derselben Welt leben, was eine besondere Barriere um sie schuf. Ihre Welt war weniger die einer Prinzessin aus hohem Stand, sondern, wenn überhaupt, eher die einer Hexenschülerin. Übersetzernotiz: Die Oberschule in Japan entspricht in Deutschland der Zeit von der 10. bis zur 12. Klasse. Hör mal, sagte ich zu den schwarz gekleideten Mädchen, während sie weiter abwechselnd von allen Drinks trank. Warum bist du nicht zum Offline-Treffen gekommen? Ich war da. Nein, ich meine, als alle da waren, warst du nicht hier. Ich war da, genau dort, die ganze Zeit. Sie deutete auf die andere Seite des Fensters, wo sie mir zum ersten Mal begegnet war. Mit anderen Worten, im Busch außerhalb des Restaurants. Dort? Mit ihrem Gesicht gegen das Glas gepresst? Also wie von 11 bis jetzt? Warst du die ganze Zeit dort? Ja. Nickte sie. Und als ich ihr blasses Gesicht betrachtete, dachte ich, dieses Mädchen, ist sie das, was man als eine Psychopathin bezeichnen würde? So auf den ersten Blick? Ja. Es war bereits nach 2 Uhr morgens. Seit 11 Uhr für 3 Stunden am Fenster zu kleben, muss den Angestellten Angst gemacht haben. Als ich gerade von der Toilette kam, sprach eine andere Kellnerin als zuvor mit Luigi. Sie sah sehr erzürnt aus, noch viel mehr als die Kellnerin, die mich schon zurechtgestutzt hatte. Mit einem Gefühl, als ob ich etwas Abstoßendes gesehen hätte, ging ich direkt zu ihnen, verkündete, ich will auch eine Getränkebar, und ging dann geradewegs zum Tresen, um mir ein Getränk zu holen. Ich weiß nicht, warum ich so gereizt war. Wahrscheinlich, weil ich mich so fühlte, als ob ich als gleichgesinnter Okkult-Fan ausgelacht wurde. Ich füllte mein Glas bis zum Rand mit Eis, dann drückte ich den Knopf für Eiskaffee. Nun dann, was mache ich aus dieser Situation? Dachte ich, als ich den heißen Eiskaffee zusah, wie er das Eis zum Schmelzen brachte. Ich konnte nicht nach Hause gehen und der Countdown lief weiter. Außerdem bin ich dem mysteriösen Okkultmädchen von Igaigafuchi begegnet. Und jetzt, aus irgendwelchen Gründen, saß ich spät nachts allein mit ihr in einem Familienrestaurant. Auf eine Weise war es beruhigend, nicht alleine zu sein. Aber da es ein Okkultmädchen war, um das seltsame Großstadtlegenden kreisten, verblieb ich mit gemischten Gefühlen. Stehst du auf schlechten Kaffee? Ach so, nee, das fragte sie. Stehst du auf schlechten Kaffee? Fragte Yuichi, als ich zu meinem Platz zurückkehrte. Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du schlechten Kaffee magst. Der Kaffee hier schmeckt nicht. Ich schaute mir ihre 7 Gläser noch einmal an und bemerkte, dass nur der Eiskaffee kaum angerührt wurde. Informationen, die du vorher sammeln kannst, sollten verarbeitet werden, bevor du agierst. Luigis geschickte, mit Logik erfüllte Worte nervten mich, also antwortete ich etwas gehässig. Dann erlaube mir, Informationen zu sammeln. Warum bist du zum heutigen Offline-Treffen gekommen? Weil es mich interessiert hat. Du meinst das Haus, das Wünsche erfüllt? Warum interessierst du dich dafür? Die Geräusche sind wahrscheinlich strukturbedingt und die Gravuren könnten einfach nur meine Einbildung sein, oder nicht? Gab ich auf eine selbst. Das war jetzt wieder sehr schnell automatisch weitergeklickt. Moment, Moment. Gab ich auf eine selbst niedrigende Weise exakt wieder, wie Karasu es mir gesagt hatte, und Luigi sagte lediglich: Dann warum? Als ich über das Haus im Forum las. Oh, ich weiß jetzt wieder nicht, wer das gerade sagt. Ich glaube, das ist doch wieder sie. Als ich über das Haus im Forum las, kam mir etwas seltsam vor.
Ihre leise flüsternde Stimme bereitete mir Gänsehaut. Im Internet gibt es unzählige Geschichten über Kuriositäten, aber die meisten von ihnen sind Fakes. Die echten jedoch haben eine Aura um sich, die sich nicht verbergen lässt. Bei diesen Worten bekam ich ein mulmiges Gefühl. Einen Psycho zu haben, der einen glaubt, ist wirklich nicht etwas, worüber man sich freut. Doch um ehrlich zu sein, war ich glücklich, dass es endlich jemanden gab, der sich den Ursprung meiner Ängste anhören würde. Aber liebe Leute, ich glaube, an dieser Stelle machen wir den nächsten Schnitt. Wir sind also jetzt tatsächlich Luigi begegnet, von der wir immer noch nicht so richtig wissen. Sie scheint auf jeden Fall auf den ersten Blick menschlich zu sein und ich gehe auch stark davon aus, dass sie ein Mensch ist. Allerdings, wie er hier gerade schön beschrieben hat, ist sie dann doch ein kleiner Psycho, die uns aber glaubt und die uns eventuell auch mit unseren Problemen weiterhelfen kann. Wer weiß, vielleicht finden wir das schon beim nächsten Mal heraus, wenn es wieder heißt Let's Play, Let's Read, Phänomeno. Es geht so langsam los mit der Geschichte und der Mystery und eventuell auch der Horrorfaktor fangen bald an. Wir werden es erleben bei Phänomeno. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.